Katharina, du bist Kultur- und Medienredakteurin bei der Freien Presse und verfolgst für uns regelmäßig den Erzgebirgskrimi. Mhm. Am Samstag, 20.15 Uhr im ZDF, gibt es eine neue Folge. Genau. Was erwartet uns? Also man kann vielleicht zusammenfassen, dass uns erwartet, dass ein alter Fall aufgeklärt wird, der in der Vergangenheit vom Kommissar Winkler liegt. Das ist schon angerissen worden in vorhergehenden Folgen, aber nie aufgeklärt worden. Da kommt es jetzt wirklich mal so zum Zusammenfassen dieses Falls und was da dahinter steckt. In dem Zusammenhang gerät der Kommissar unter Mordverdacht. Damit gerät auch das ganze Ermittlerteam in die Klemme, weil die hin und her gerissen sind. Und als drittes erwartet uns eigentlich auch noch, wie immer, schöne Aufnahmen von der Region, diesmal auch von der Villa Esche in Chemnitz. Mhm. Und dass der wunderbare Schauspieler Joachim Kroll durch diese schöne Villa wandelt und es wirklich sehr beeindruckend ist. Mhm. Krimis gibt es ja wie Sand am Meer sozusagen. Aber was macht den Reiz des Erzgebirgskrimis aus? Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen, vielleicht im Wesentlichen so fünf. Der erste ist einfach, dass in Deutschland das Format Region und Krimi von sich aus schon zieht. Das sieht man in der Literatur und im Fernsehen auch. Man beschäftigt sich vielleicht selber ungern mit dem eigenen Tod, aber wenn man es schön auf dem Silbertablett von anderen serviert bekommt, hat es einen gewissen Reiz. Und dann eben noch schöne Regionen auch zu sehen. Das zweite ist natürlich jetzt beim Erzgebirgskrimi der Sendeplatz. Samstagabend, 20.15 Uhr, besser geht es eigentlich nicht. Das dritte ist, dass man den Filmemachern durchaus zugute schreiben kann, dass die versuchen, das Erzgebirge gut zu erzählen. Also die gehen auf die Mythen und Sagen ein, wie Stülpner Karl zum Beispiel, auch auf die Handwerkstechniken des Schnitzen. Genauso aber auch auf Probleme zum Beispiel zwischen Ost- und Westdeutschland oder auch auf wirtschaftliche Probleme. Also man hat das Gefühl, dass es nicht irgendwie beliebig dahingeworfene Geschichten sind, sondern dass die wirklich was mit der Region zu tun haben. Und dann, was ich schon angesprochen habe, es sind auch wirklich gute Schauspieler dabei. Viele sehr gute Gastschauspieler, wie jetzt im aktuellen Fall der Joachim Kroll. In der Vergangenheit war es auch Thomas Thieme, Thomas Sabacher, viele andere bekannte Namen, auch viele bekannte Gesichter, deren Namen man vielleicht nicht so kennt, aber wo sofort das Gesicht einem was sagt. Und auch das feste Ermittlerteam mit Theresa Weisbach zum Beispiel, die aus Stolberg stammt und die Fürsterin spielt. Oder auch mit vielen anderen. Also das ist immer gut besetzt. Mhm. Es gab, soweit ich weiß, bisher 4 Folgen. Genau. Das ist jetzt Folge 5. Kann man denn schon sagen, wie der Erzgebirgskrimi so beim Publikum ankommt? Also augenscheinlich recht gut, wenn man nach der Quote geht. Die hat sich jetzt bei 7 Millionen Zuschauern pro Folge eingepegelt, mal ein bisschen weniger. Es war auch schon mal fast 8 Millionen. Und es gilt als sehr gut, wenn man es zum Beispiel mit dem Tatort vergleicht, ein Format, das seit Jahrzehnten eingeführt ist. Da sind die gut durchwachsenen 8 bis 9 Millionen und die richtig guten so 11, 12 Millionen. Also von daher ist es schon eine Nummer für sich. Und natürlich gibt es auch Diskussionen, wenn man sich so mal das Ohr ans Erzgebirge hält. Kritisieren manche, dass man jetzt vor den Erzgebirgskrimis nicht unbedingt mit offenem Mund und zitternder Hand sitzt. Also am Thema Spannung kann man vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Und es gab ja auch eine Riesendiskussion zum Thema, wie spricht man das Glück aufrichtig aus. Da tun mir die Schauspieler manchmal aber auch ein bisschen leid, weil natürlich der Krimi auch in Hamburg gesehen wird. Und wenn man es jetzt zu regional schnotterschnauzig macht, sage ich mal, ist es vielleicht auch nicht sinnvoll. Da kann man aber schon mal gucken, jetzt in der aktuellen Folge haben sie es ein bisschen anders gelöst. Mhm. Wir sind gespannt. Ja? Dankeschön. Gerne.